geht um ein Paar, Mann und Frau. Der Mann wohnt wahnsinnig gerne in der Stadt, ist ein urbaner Mensch und liebt es, in der Nähe von Kneipen und Kinos zu leben. Sie möchte, da sie drei Kinder haben, am Stadtrand ein Haus mit Garten haben. Wie viele? Es geht dann im Folgenden um die Auseinandersetzung zwischen diesem Ehepaar. Natürlich setzt sie sich durch. Sie ist übrigens meine Frau. Und im wirklichen Leben hat sie sich auch durchgesetzt. Nach 10 Jahren mit 3 Kindern in der Stadt, immer in einer größeren Wohnung, aber immer noch zu klein, immer zu viele Stufen, kein Parkplatz und all diese Dinge. Und schließlich beschließen sie tatsächlich, aufs Land zu ziehen. Nicht aufs Land, sondern an den Stadtrand und dort ein Häuschen zu bauen. Und dann erleben sie alles, was alle Menschen erleben, wenn man ein Haus baut. Es geht alles schief, aber es hat auch seine komischen Seiten. Ja, eindeutig. Ich glaube, es ist schon ein besonderer Schritt, wenn man sagt, mit dieser Frau, für diese Frau, baue ich ein Haus. Also man zementiert etwas, was für mich über den Schritt der Ehe und der Kinder sogar noch hinausgegangen ist. Und ich glaube, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich bin zwar verheiratet und habe Kinder, aber ich bin immer noch wahnsinnig mobil und es kann immer noch alles passieren. Und mit dem Haus, man verschuldet sich ja so auf die nächsten 180 Jahre ungefähr, da zementiert man einen Zustand. Und das ist schon nochmal ein Ja-Sagen auch. Ich glaube, deswegen ist das Buch auch ein bisschen eine Liebeserklärung an meine Frau, unfreiwillig geworden. Aber als ich fertig geschrieben hatte, war mir klar, das habe ich auch sehr für meine Frau getan. Wenn ich mal so ein bisschen fremdle mit dem Stadtrand, dann muss ich mir sozusagen nur meine Kinder und meine Frau angucken und wenn ich dann das Glück in den Augen sehe, dann geht es mir auch wieder gut. Und ansonsten habe ich mich auch eigentlich ganz schön zu meinem eigenen großen Erschrecken eingelebt und bin ein begeisterter Rasenmäher geworden. Also ich verspieße sozusagen stündlich. Vielleicht ist auch die Wahrheit, dass es gar nicht so spießig ist, wie man denkt manchmal.